Ich habe mal eine Frage, wieso musst du da eigentlich ein Leerzeichen einfügen? Kannst du nicht Stern, Ohr, Stern machen? Dann sollte doch alles abgedeckt sein. Warte mal, Stern, Ohr, Stern. Jetzt ganz unten sein. Weil Stern beinhaltet ja auch Leerzeichen. Ja, Ich weiß warte. halt nicht, ob der dann zu viel hat oder nicht. Okay, kannst du lassen, Dosch. Butze hat uns gerade einiges erspart. Danke, Butze. Bitte, bitte. Wenn du zusehen willst, wie ich jetzt gerade Christian umbringe, sag Bescheid. Ich warte dann noch auf dich. Ja, ich habe hier schon den Mojang Ladebildschirm. Aber das braucht ja immer ein bisschen. Christian wird Zeit an der Tür, Tode nochmal zu erhöhen. Ich krieg dich ja noch. Nein, 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 nein. On Street? Nein. Das ist freundschaftliches Knuddeln. Ich weiß, dass du meine Videos guckst. Das ist nur freundschaftliches Knuddeln. Ja, klar. 25 Tote reichen ja wohl nicht, ne? Ja, komm, wir wollen weitermachen. Puh, Glück gehabt. Glaub mir, ich krieg meine Rache noch. So, mal gucken, dass ich irgendwie gerade ein bisschen Inventarplatz kriege. Das kann dahin. Das stopfe ich dann mal gerade dahin. Obwohl, das kann da. Und so, und blibla bla. Lässt du mich bitte leben? Ja, komm, ich will auch den Lidl meiner noch in Aktion sehen. Also sind jetzt alle Herzen drin. Ja. Ja, aber noch nicht auf Starten klicken. Ja. Könnte schlimme Folgen nach sich ziehen. Ja, da sind jetzt echt alle drin. Ach, den Kampf stimmt. Im Nether kann man den ja auch noch aufstellen. Oh ja. War eigentlich meine zweite Idee, wo ich den aufstelle. Nachdem wir jetzt aus dem überm Bedrock auch noch sind, können wir Stimmt. den ganz einfach da oben aufstellen und er farmt alles ab. Mal eine Frage, könnte man theoretisch gesehen auch Bedrock mit dem abfarmen? Leider nicht, habe ich schon ausprobiert. Zwei blöde Eingedanke. Ich muss mal Leider etwas nicht. trinken. Oh, also. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade einen richtig trockenen Hals. Vielleicht weil du die ganze Zeit redest? Ja, aber das hatte ich sonst in den Aufnahmen nicht. Jetzt wohl schon. So, was willst du jetzt noch machen? Fly-Modus. Dann. Nachdem das eh viel wird, was wir da gleich farmen werden, Machst du noch einen bau mal. Tesserakt oder was? Nein, ich baue ein kleines Inventar dahinter auf. Wird das automatisch weitergeleitet oder wie? Ja. Ja, okay. Hab's jetzt einfach mal von oben geklaut. Ich weiß, was du vorhast. Also, Butze, nur zur Erklärung: Das ist unsere alternative Fahrmethode. Wenn ich unterwegs bin, Ja, ich hab's oben schon gesehen, ja, euer alles geht Setup in die da. Enderport und wird dann weitergeleitet. Ist aber cool, ne? Dann müssen wir noch. Silk Touch? Nein, wir brauchen noch einen Barrel. Ein Barrel, wofür? Ah, stimmt, Kobbel. Exakt.
Wollen wir dann... Kein Barrel mehr. Sollen wir ein paar Vierfachkompressoren craften? Müssen wir wohl. Alternativ haben wir 531.000. Endcrafte mal ein paar. Gut, ich mach schon mein Inventar mal leer. Oh ja, schön viel Cobblestone. Aber in Crafter bitte nicht den 7. Nee, der bleibt. Ich habe jetzt nur die 8-fach Kompressen. Na dann. Den 8-fachen. Den 4-fachen oder was das war. Ich kann eventuell. Das aber nochmal. Hm? Moment, hast du noch den Compressed Cobblestone in der Hand, oder? Ich habe schon mal einen Cobblestone. Ach so, gut, dein Inventar ist noch voll. Ja. So. Dann erstmal das Item-Bild fixiert. Aber im Prinzip könnten wir dann starten. Okay, einfach jetzt auf Silk Touch, ne? Auto-Inject on Silk Touch. On Silk Touch on. Okay, jetzt könnten wir eigentlich auf Starten klicken. Und Start this shit! Oh, das ging schnell. Das ging verdammt schnell! Warum hat er da nichts genommen? Was ist. Achso, das Inverse Mode. Ah, jetzt funktioniert's. Was hast du gemacht? Wer hat auf Stopp gedrückt? Niemand. Vielleicht dürfen wir da nicht drin sein. Geht mal alle raus, nur einer rein. Drücke auf Start, ne? Da steht da, wie viel er meint. Da steht auch Hello. Ja, aber wir haben eben ja alle reingeguckt. Kann sein, dass der dann deswegen durcheinander kam. Nein, jetzt meinte. Ja. Schaut mal, was er gleich als erstes macht. Ja, genau. Ja, der fängt unten an. Nee, der macht es random. Der geht random durch? Was ist denn das für ein Mist? Weiß nicht, was das für ein Mist ist. Sicher? Boah, der Ding ist in meiner Sicht schon fast so gut wie ich. Wir haben einen was vergessen. Was denn? Wir haben vergessen, ihm zu sagen, dass das replacen soll. Jetzt der Replace. Doch. Jetzt der macht das nämlich. Hab schon gemacht. So. Das mit dem Random glaube ich nicht. Bist du dir sicher? Bezweifle ich aber auch irgendwie. Dann müsste der ja sich merken, wo er war. Der das Random macht. Oh, das gibt eine schöne. Bist du sicher, dass der nicht unten anfängt und dann einfach nach oben geht? Könnte auch sein. Ich muss sagen. Also sonst müsste der ja jeden Fleck einfach random aussuchen und dann sich merken, an wo er überall war. Das ist möglich, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. So, Christian, jetzt haben wir nur ein Problem. Was? Wir werden sehr, sehr viele große Platzprobleme bekommen. Und ich würde sagen, wollen wir deinen Lieblingsmod beginnen? Oh yeah! 25.000 Erzen. Ich mache erstmal schnell die Cobbles wieder zusammen. Ach du heilige Scheiße, was haben wir da bloß gemacht? Kurze Frage, von wo kriegt ihr überall Strom? Windmühlen? Und den Heatgener. Und das war's. Kriegst du ja total wenig Strom. Ja, es ist eigentlich relativ wenig. Wir werden ja eigentlich noch ein bisschen hier pushen. Deswegen sind wir auch so. Wir wollten eigentlich so schnell wie möglich viel Energie haben. Wir werden die du auch. Du hast ja noch nicht mal viel Energie. Alter, was ihr da zusammenfahrt, das ist unglaublich. Sogar schon Dark Iron Ore. Ja, das ist halt unten, ne? Dark Iron Ore.
Mal schauen, wenn wir das erste Tungsten bekommen. Tungsten gibt's doch, meine ich, nur im End, oder? Nee, ich meine, das gibt's auch, wenn du im Black Granit oder so, oder im Red Granit, eins von beiden, kannst du, glaube ich, auch Tungsten. Ich dachte, das gab's mal als Ohr. Das war jetzt so viel zu Beast-Zeiten. Ja, das gibt's halt auch als Ohr, aber ja. Ich glaube wirklich nur, dass das im End oder halt im Black oder Red Granit, eins von beiden, meine ich. Da bin ich mir nicht, aber normales Ohr findest du das, glaube ich, eher nicht. Dann wirklich okay. Nur in dem Granit. Also in dem Granit kann das auch als normales Ohr vorkommen, aber nicht so als Vene hier im normalen Stone. Okay, kurze Frage. Hat der jetzt hier noch diese To Mine? Sind das die ganzen Blöcke, die der absucht, oder sind das alle Erze? Es sind alle Erze. Was? 25.544 Erze? Ja. Das ist kein Scherz. Ich. Ey, man kann sogar hier unten schon sehen, wo er die ganzen Erze rausgenommen hat. Beispiel hier hinten. Hier hinten war ursprünglich mal ein Erz drin. Wo bist du jetzt? Ja. Alter. Hier in der Ecke. Hier war mal ein Ärztin. Sorry. Okay, liebe Freunde, scheiß auf das Query der, der Digital Miner. Zukunft. Mhm. Wir müssen uns nur um Energie kümmern. Und zwar schnell. Mhm. So schnell geht das auch nicht runter. Nicht schlecht, ach Dias. 15 Redstone, ich glaube, wenn wir die Nacht über durchlaufen. Er wird stinkreich sein. Ich bin immer gespannt, wann das erste Iridium kommt. Ich wollte gerade sagen, da ist es schon, aber das war nur ein Kohleerz. Ist dieser Digital Miner eigentlich sehr server-ressourcenlastig oder? Nee, eigentlich nicht. Oh, also nicht so wie so ein Query. Nee. Also laut Entwickler. Weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ja, die Entwickler, die haben doch keine Ahnung von ihren Mods. Opis, es könnte ein bisschen ruckeln gerade. Oh. Butze könnte gleich anfangen zu regnen. Hat regnen? Ja, also in V-Live. Ach so. Bei uns hat es schon ein bisschen angefangen. Wind aus eurer Richtung? Weiß ich gerade nicht. Ist schon zu dunkel. Ja, man muss dazu sagen, Butz und ich wohnen nicht so weit auseinander. Aber wo, sagen wir nicht. Jetzt hast du das Opis jetzt gelaufen oder nicht? Indium-Ohr. Ja, ich glaube, da muss ich auch heute Abend nicht farmen gehen, oder? Ich weiß, wo der Digital Miner gerade ist. Der ist immer noch bei der ersten Schicht. Willst du mich verarschen? Nein. Er hat gerade vor meinen Augen einen Cobblestone hingesetzt. Du willst mich jetzt echt verarschen? Ne? Boah. Ja, ich glaube, der geht doch jeden Block einzeln durch und guckt, ob das ein Ohr ist oder nicht, oder? Weiß ich Wenn nicht. Wenn es ein Ohr ist, dann ersetzt dann. Also, ich würde nicht sagen, weil er weiß ja jetzt schon die genaue Anzahl an Erzen. Also Bist muss er du das sicher, schon... dass das die Erze sind? Ja. Okay. Wie groß hast du denn eingestellt, den Radius? Können wir ja ausrechnen. 32, also sind 65 mal 65 mal 140. Das sind definitiv.